Vielleicht kann ich uns beiden helfen. Es ist sehr wichtig, dass ich ihn finde. Wisst ihr vielleicht, wohin er geflüchtet sein könnte? Seine Familie nennt ein Stück Land in den Umma-Hügeln östlich von hier ihr eigen. Ich weiß es nicht sicher, aber ich nehme an, dass er sich dort in die Wildnis zurückgezogen hat. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm das. Nein, es tut mir leid, aber ich kann nicht darüber sprechen. Mein Herz schmerzt zu sehr wegen meines geliebten Valiga. Bitte vergewissert euch, dass es ihm gut geht und nun lasst mich bitte alleine. Ja, Karte aktualisiert. Umma-Hügel, die hatten wir bereits eigentlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir auch von ihr was Neues im Tagebuch gekriegt haben. Gen Bates Honorar. Todesfälle in den Umma-Hügeln. Evo erwähnte das, erinnert sich an eine Freundin namens Suna Seni, aber die haben wir schon getroffen und die hat nichts Neues zu erzählen gehabt. Okay. Ich warte. Gut, dann ab in den östlichen Teil des Slums. Was möchtet ihr? Hey, du da aus dem Weg! Rück dich ab, Korbal. Du weißt doch, Mr. F. gefällt es gar nicht, wenn du einfach so Leute auf offener Straße um die Ecke bringst. Mr. F.? Halt die Fresse, Zwerg! Und du stimmt dir! Ich hab doch gesagt, du sollst mir aus dem Weg bleiben! Bellt nur weiter, aber passt auf, dass euer kleines Herrchen nicht zu stark an der Leine zieht. Sprecht ihr etwa mit mir? Ich will keinen Ärger, ich gehe schon. Sprecht ihr mit mir? Kein weiteres Wort mehr, Idiot, sondern Taten. Kostet Korvalles Stahl und denkt von mir aus in der Hölle über eure Unbotmäßigkeit nach. Jetzt habt ihr es getan, verdammter Dummkopf. Habt ihr nicht gesehen, dass sie bewaffnet war? Main Gui Edit, eine Spielpause beginnt, okay. Die beiden klingen wir doch einfach tot. Sind auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita, haben wir wenigstens etwas Geld dabei? Ein Ring. Ein Kettenhemd. Und ein Schild. Ich warte auf euren Befehl. So, ja, hier halte ich gleich nochmal. Erito heißt Keldor. So, Yoshimo, was für deinen Sack? Das Schild geben wir zu Yahira, falls sie es brauchen kann. Kettenhemd bringt nichts, wenn wir es hier anziehen. Yoshimo kann sowas nicht tragen. Sie könnte es tragen, bringt aber nichts. Also kommt das zum Verkaufszeug. Genau wie der Helm. Ja. Trank kommt zu ihr, wenn wir den schon nicht tragen können. Was ist das hier eigentlich? Festungsschlüssel, den bräuchten wir eigentlich theoretisch auch nicht mehr. So, das hier ist der östliche Teil. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Gute Geschäfte wünsche ich euch, meine Fürstin. Dürft ihr euch fragen, ob ihr ein oder zwei Münzen habt, damit die Kleinen meiner armen Frau was zu essen bekommen? Sie ist doch eine Frau. Hier, Goldmünzen. Oh, ihr seid wirklich mächtig, jawohl. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Ey, ihr da. Ist das eine Ratte, die ihr da rumtragt? Sieht hübsch und fett aus. Wie wär's mit zwei Kupferstängen dafür? Bo? Nein, Bo ist nicht zum Essen. Bo ist mächtig und weise und wahrscheinlich auch ziemlich zäh. Und er ist mein Gefährte. Ich war, was immer ihr macht wünscht. Ja keinen Ärger! Macht ja keinen Ärger!
Hi. Magie ist hier verboten. Kümmert euch um eure eigenen Dinge, Bürger. Die Tatsache, dass die Stadt diese Gegend kaum bewachen lässt, ist schon beleidigend genug, aber das Fehlen jeglicher Würde bei den Wachen, die Geld annehmen, um Vergehen zu übersehen, absolut verwerflich. Aha. Ja, wir sind hier im östlichen Teil. Meine Mama sagt, man kann sich von einem Elf den Tripper holen. Habt ihr den Tripper, Elfenfrau? Was soll denn ein Tripper sein, Kindchen? Genug des nutzlosen Geschwätzes, verschwindet und stört mich nicht. Okay. Ja, da oben ist das Anwesen der Jansens. Hier müsste sich auch Jan Jansen irgendwo rumtreiben. Also der Typ, der Gnom, der Steckrüben verkauft. Aber hier ist auf jeden Fall seine Schwester, ne? Hey da, Freundchen, ich hätte da ein schönes Fass mit Waren für euch, wenn ihr nichts dagegen hättet, für ein Momentchen anzuhalten. Okay, zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Ihr seid so freundlich, werft einen Blick auf die beste Auswahl von Rüben in der Katla. Rot und golden aus dem Süden und sogar die blaue Rüben aus dem Norden. Und alles frisch. Wollt ihr mir ernsthaft weismachen, dass alles, was ihr zu verkaufen habt, Rüben sind? Warum soll ich keine Rüben verkaufen? Den Gaumen von Jung und Alt mit dem Aroma von Bestimmtheit und Raffinesse erfreuend bietet die Rübe derart mannigfaltige Verwendungsmöglichkeiten, dass er fast die Sprache verschlägt. Nun ja, da wäre Rübenmus, gekochte Rüben, Rübensalat, Rüben und Eier. Man kann Rüben zusammenbinden und eine Halskette daraus fertigen. Ich glaube, es ist Zeit für mich aufzubrechen. Geht, wenn es sein muss, aber wenn ihr heute Nacht in eurem weichen Bett liegt und durch das dringende Verlangen nach Rüben überkommt, werdet ihr mich suchen kommen, ganz sicher. Wo ist diese Kylie Jansen, werdet ihr euch fragen, während ihr euer Magen sich schon zusammenzieht in der freudigen Erwartung des Rübengenusses. Bis dahin werden meine Vorräte natürlich aufgebraucht sein, wirklich schade. Okay, die sind alle wirklich Rübenverkäufer hier. Die Kinder scheinen auch nichts zu wissen. Obdachlosenheim. Wer seid ihr? Meine Mutter arbeitet in der Kobaltbrunne. Was ist ein Flittchen? Das willst du nicht wissen, Junge. Oh, da kommt jemand auf uns zu. Oh, meine Fürstin, gute Geschäfte wünsche ich euch. Und mir natürlich auch. Wenn ihr mir dann nur mal kurz euren gut gefüllten Geldbeutel rüberreichen würdet. Vor allem wie euch lasse ich mich nicht ausrauben. Vielleicht sollte ich mich dann doch anderswo umsehen. Das ging leicht. Hallo Hund. Heimlingsfrau? Meine Güte, ist sehr größer als alle Größen, die ich je gesehen habe. Ich habe die Halblinge immer sehr wegen ihrer Ehrlichkeit und guten Gesinnung geschätzt, meine Dame. Mein Wuchs macht mich euch nicht überlegen. Okay, dann versuchen wir es mal im Obdachlosenheim. Ah, ja, Herr. Ups. Wie ich sehe, habt ihr euren armseligen, baldigen Leichnam hierher geschleppt, um mich zu besuchen. Seid ihr hier, um zu betteln oder um euch einzuschmeicheln? Erbärmlicher Widerling. Wusstest du, dass ich hierher kommen würde? Natürlich, ich habe eure einzige Verbindung zum Leben. Welche Weib bleibt euch also? Kommt schon, winselt um euer Leben. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin nicht hier, um zu betteln, Pleuer. Wenn ihr mich winseln hören wollt, hättet ihr wohl bei meinem toten Körper mehr Glück. Und das werde ich, außer ich erhalte die Befriedigung, nach der ich mich sehne. Kommt schon, ich kann euch heilen. Wenn ihr euren dummen sogenannten Stolz endlich ignoriert und mit eurem kranken Kadaver vor mir auf die Knie geht. Wust, bin ich hier, um zu betteln. Ich bin nicht hier, um zu betteln. Ja, ich bin schwach, vielleicht sterbe ich bald, aber diese Freude werde ich euch nicht machen. Ich bin hierher gekommen, um mir zu nehmen, was mir gehört. Werde mich von euch befreien, von eurem... Ihr steht kurz davor, zusammenzubrechen und könnt nicht einmal sprechen. Jetzt werdet ihr also in Pantomime um euer Leben winseln müssen. Ha, was könnte wohl noch entwürdigender sein? Pleuer, sie kann kaum noch stehen. Beendet eure Spielchen und erspart uns allen weitere Erniedrigung. Genug, eure Zeit zu sterben ist gekommen, Pleuer. Ihr seid einfach unbelehrbar. Ich habe
Ihr habt es nicht verdient zu leben. Sie mag krank sein, aber bei mir ist das nicht der Fall. Ihr werdet diesen Fluch brechen und ihr werdet sie in Zukunft in Frieden lassen. Haben wir uns verstanden? Aufhören, was wollt ihr? Vielleicht können wir uns ja handelseinig werden. Nein, ihr werdet diesen Fluch brechen. Eure Drohungen bedeuten mir nichts. Ihr seid in der Erwartung gekommen, einen alten Mann vorzufinden, der sich verkriecht. Aber ich hatte gehofft, dass Yahira kommen würde. Denn zum jetzigen Zeitpunkt müsste sie bereits völlig verkrüppelt sein. Ich werde es genießen, sie zu vernichten, aber im Notfall muss ich mich mit euch begnügen. Darf ich euch meine gedungenen Schergen vorstellen? Die letzten Gefallen, die ich noch eintreiben konnte, habe ich für sie aufgewendet und ich denke, sie waren es wert. Tötet sie. Rückzug erstmal. Euer Wunsch ist mein Begehr. Okay. Quick Save. Dass er wirklich im Obdachlosenheim haust. Also ja, ich habe gedacht, ich frag da mal rum. ist schon lange her, weil das ist, gehört nicht zum Unfinished-Business. Dieses Gebäude ist in Wahrheit ein Schiff, das auf dem Grund gelaufen ist und an das sie seit damals gebaut wurde. Was liegt denn hier rum? Nichts. Gut. Wir dürfen Magie einsetzen. Also... Gesang. Ich helfe, wo immer ich kann. Verschwimmen. Ich bin bereit. Rindenhaut. Was kann ich tun? Hast haben wir leider keine. Dann machen wir mal Schutz vor Furcht. Schutz vor dem Bösen. Potentes. Wesentlich aufregender als im Zirkus. Ja. Vita Mortis. Vita Mortis. So, buffen wir ordentlich durch. Sprecht frei. Vita Mortis. Vita Mortis. Fragt nur. So, dann noch göttliche Macht. So, und dann gehen wir rein. Dafür werdet ihr alle sterben. Die Dienerin der Natur ist bereit. Gut. Insekten auf den. Säurepfeil auf den. Der Baron ist schon mal tot. Oh, sie wurde gesäurefeilt. Ich warte auf euren Befehl. Dann eine Insektenplage. Ich will dein Gesicht. Du heilst dich mal besser selber. Du gehst mal ein bisschen weiter weg und heilst dich selber. Ich will zermatschen. Zum Schweigen gebracht. Ach, sie kann gerade nicht. Ich will zermatschen. Was möchtet ihr? So. Ich bin sagt, ja bitte. Was kann ich tun? Gut, das heißt, jetzt kannst du dich selber heilen. Gott nur. Erzählt mir mehr davon. Eine gute Stabschleuder. Okay. Ich fühle mich schwach. Aber es geht mir schon besser. Ich danke euch dafür, dass ihr mir in dieser schweren Stunde helft. Ich fühle mich schwach, aber mir geht es schon besser. Ich danke euch, dass ihr mir in dieser schweren Stunde helft. Ihr habt euch meine Dankbarkeit verdient und ich sollte jetzt wirklich schauen, dass ich mich den ganzen Tag ausruhe.
Wir werden schauen, dass wir so rasch wie möglich zu einem Wirtshaus kommen. Jetzt, da kein Fluch mehr auf euch liegt, solltet ihr euch eigentlich normal erholen. Ja, wie ihr wünscht. Solange nur keine weiteren dieser Nahen aus eurer Vergangenheit auftauchen, bin ich schon zufrieden. Abmarsch. Ich möchte hier nicht zu lange bleiben. Wer weiß, wen ihr noch alles in der Vergangenheit verärgert habt. Kommt, wir ruhen euch aus. Ich hoffe doch. Was für eine Schwäche. Ich schwöre, wenn ich noch einmal auf jemanden von ihm treffe, werde ich nicht zulassen, dass er von dem Gerichten verschont wird. Ich werde mich nach einer Nachtruhe besser fühlen.